Das Community Tots und das Eredivisie Tots ist endlich draußen. Zum Start des Team of the Seasons habe ich, wie auch zum Toti, viele Packs vorbereitet. Unten rechts seht ihr es, 45 Packs, darunter auch ein paar Icon-Swap-Packs. Ich weiß, zum Toti habe ich mehr als 100 Packs vorbereitet. Das Video könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Da haben wir auch einen Toti gezogen, kleiner Spoiler. Wie das hier wird, weiß ich nicht. Wir gehen aber direkt mal in die Packs rein. Ich freue mich, ich bin gehypt. Mein Verein ist komplett leer, unter 84 habe ich keine Spieler mehr, weil ich alle in so low-weighted SBCs und so weiter getan habe. Also jetzt hoffentlich Verein auffüllen. Ich werde wahrscheinlich sehr viele Doppelte ziehen. Dann mache ich direkt mal Raspadori SBC oder sowas. Wir gehen direkt rein ins erste Goldpack. Wir haben natürlich auch noch viel krassere Packs, aber wir nehmen alle Packs natürlich mit. Wenn nichts passiert, werdet ihr wahrscheinlich einfach in Zeitraffer geschickt, bis irgendwas passiert. Dann sehen wir uns gleich wieder. Garantierter 81 plus Spieler ist in diesem Pack und es wird der erste Walkout. Polen, Torwart. Ah, ich dachte gerade Lewandowski, aber da wären wohl alle Flanken gleichzeitig hochgegangen. Aber wir haben den ersten high-weighted Spieler, obwohl es nur ein 81 plus Pack war, in Anführungszeichen. Chesney 87, sehr schön. Im nächsten Pack ist wieder ein 83 plus garantierter Spieler und das wird wieder ein Walkout in Form. Oh, das ist ein high-weighted in Form. Das ist Corona 84, ja, nimmt man auf jeden Fall mit. Informs sind ja immer sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob die jetzt zum Tots wieder günstiger werden, weil in den SBCs vielleicht dann irgendwann steht Team of the Week oder Tots als Anforderung. Weiß ich nicht. Boah, 5 Sterne, 5 Sterne. War auf jeden Fall die letzten Jahre so, glaube ich. Schreibt in die Kommentare, ob ich falsch liege oder ob das wirklich so war. Im nächsten Pack ist ein garantierter 84 plus Spieler und alle 24 Items sind tatsächlich, oh, der ist high weighted, Benzema. Aber ich glaube, den habe ich schon im Verein. Ja, also sehr, sehr viel SBC-Futter. Alle 24 sind Spieler. Und was machen wir jetzt mit Benzema? Vielleicht hier in die Raspadori SBC im 84er Team. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. So, das erste Team von Raspadori ist abgegeben und wir können fortfahren.
einfach weiter mit genau diesem Text. Und das hört sich sehr gut an. Das ist ein 88-Plus-Workout. Kayla Navas, ich glaube, den habe ich schon im Verein. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Was? Ich habe den noch nicht. Geil. Und Gosens dahinter. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genau 20 Packs, jetzt öffnen wir mal die beiden 85 Plus Packs, die man geschenkt bekommen hat zum Anfang vom TOTS. Und ich bin gespannt, da könnte auch schon mal ein TOTS drin sein. Ist nur ein Board, nur ein 85er, das ist doof. Marcus Rashford, ja, naja, vielleicht haben wir dann im zweiten Pack ja mehr Glück. Da ist wieder ein 85 Plus Spieler drin, das hört sich besser an, es ist ein Walkout. Deutschland, Hummels. Sehr schön, weil den habe ich noch nicht im Verein, auch wenn es nur ein 86er ist. Aber kann man trotzdem immer gut in SBCs einbauen. Und in diesem Premium Goldspieler-Pack ist ein TOTS! Mein erster TOTS und das aus so einem schlechten Pack. Masraoui, geil! 88er, klar, ja, eigentlich nicht linkbar, aber trotzdem, mein erster TOTS dieses Jahr. Die Karten sind schön, auch wenn die mich eher an die TOTS Moments Karten erinnern vom letzten Jahr, also diese TOTS Momente, weil da nicht so richtig viel rausguckt, aber die sehen trotzdem schön aus und ich habe meinen ersten TOTS gezogen. Das ist ein schöner Sub, der kommt direkt auf die Bank, sehr schön. Ins seltene Spielerpack. Und das hört sich an, als wäre da etwas drin. Es ist ein 88 Plus Walkout. Brasilien Torhüter. Es ist Ederson. Das ist sehr gut, weil Alisson habe ich schon. Jetzt hoffe ich, dass ich Ederson noch nicht habe. Und wir haben Ederson noch nicht. Was für ein Pack hier. Havertz, Azpilicueta, Rüdiger und Mount. Was ist denn das hier? Wir haben viermal Chelsea in diesem Pack und dann noch direkt einen Torwart dazu geschenkt bekommen aus der Premier League. Also auf Chemie kommen wir damit auf jeden Fall. Ab ins nächste seltene Spielerpack. Und da ist wieder ein Walkout drin, unter 88. Und es ist Jamie Vardy, 86er, nimmt man auch auf jeden Fall mit. Alles, was nicht Duplikat ist, nehme ich gerne an. Jumbo seltene Spielerpack, auch da sind wieder viele Duplikate drin, gehe ich von aus. Und auch da ist ein Top drin, ja! Und es ist Haller, 91er. Klar, nicht so krank gewertet durch den Pace-Wert, der ziemlich schlecht ist, vor allem für einen Top. Aber ist halt ein 91er, ist mein nächster Top. Und dahinter noch Kruse in Form. Pimmel Kruse ist auch da. Der hat Union ja verraten für Geld. Also das Pack ist auch wieder sehr gut. Haller hat 3 Sterne, 3 Sterne. Also geht auf jeden Fall besser. Das hat selbst Kruse besser. Und
Und jetzt kommen wir schon zu den eigentlich garantierten TOTS-Packs, nämlich einem 583 plus Top-Liga-Pack, zwei seltene Spieler 86 plus und zwei Icon-Swap-Packs, also 82 plus mal 25 und 84 plus mal 25. Also das nehmen wir auf jeden Fall gerne an. Wir fangen an mit den 583 plus, auch da kann gut was drin sein, aber nur ein Community-TOTS, falls wir einen TOTS ziehen sollten. Ist aber ein brasilianischer in Form. Oh, Gabriel Jesus, 87er. Den nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Dahinter, ja, kann man abstoßen. Also zum Glück nichts so absolut krasses. Und jetzt kommen wir zu den 286 plus Spielern. Da kann wieder ein TOTS drin sein. Und es ist auch ein TOTS. Und es ist ein Kolumbianer von Feyenoord, Sinisterra. Boah, der kommt auf jeden Fall als Super Sub auf die Bank. 99 Pace, 94 Dribbling. Ja, der ist geil. Der dritte TOTS, aber bisher haben wir nur Eredivisie TOTS gezogen. Ich würde mich auch über Community TOTS Spieler freuen. Dahinter Kimmich. Hoi. Also auch ein sehr, sehr starkes Pack. Und jetzt kommen wir zu den Icon Swap Packs. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst öffne, weil bei den 25x84 plus ist halt die Chance größer, dass wir viele Duplikate, die high-weighted sind, haben, und dann haben wir die schon für das 85er-Team bei Raspadori. Deshalb glaube ich, dass wir das zuerst öffnen, auch wenn es das bessere Pack ist. Und jetzt bin ich gespannt. Da kann auch auf jeden Fall ein TOTS drin sein und sollte es auch, aber es ist nur ein Inform. Österreich, Innenverteidiger, das ist Philipp Lienhardt. Den habe ich, glaube ich, sogar schon. Aber ich habe den auf jeden Fall abgegeben. Ich habe ja alle Team of the Weeks raus aus meinem Verein geschmissen. Und dahinter noch Undav, Lewandowski, Kroos, Sterling, Mahrez, Fabinho, Schmeichel. Ja, es sind sehr, sehr viele gute Spieler. Kroos ist auch noch doppelt. Kevin De Bruyne haben wir gezogen. Ja, da mache ich auf jeden Fall schnell mal die Raspadori SBC fertig. So, ich habe es endlich geschafft. Das Team ist fertig gebaut und wir haben alle eingebaut, die wir einbauen mussten. Haben jetzt Raspadori auch noch dazu bekommen. Das ist sehr schön. Da haben wir auch direkt noch einen weiteren TOTS und keine Duplikate mehr. Sehr, sehr stark. Die Karte sieht auch sehr gut aus mit den Werten. Sehr schön. Freue ich mich, den auch mal einzuwechseln, solange ich keine besseren TOTS gezogen habe. 4 Sterne, 5 Sterne, sieht auch sehr, sehr stark aus. Und jetzt haben wir noch die zwei Packs übrig. Einmal das 25x82 Plus und einmal dieses Premium Elektrum Spieler Pack, was wir jetzt öffnen, vor dem kranken Pack. Das ist ein Board, Mexiko haben wir wahrscheinlich schon. Ah, ist tradable sogar. Ja, dann ist okay, dass wir es schon haben. Das mag ich an den SBC-Packs immer, dass die tradable sind. Und jetzt gehen wir ins 25x82 plus Spieler-Pack. Bitte sei ein TOTS drin, bitte.
Es ist kein Tots drin. Es ist nicht mal ein Walkout drin. Wofür habe ich Icon Swaps erspielt? Jan Sommer 85er ist der Beste. Wofür habe ich Icon Swaps erspielt? 15 Duplikate. Ja, die bewahre ich auf jeden Fall auf für eine kommende SBC. Und dann bauen wir noch kurz das Team um. Die Tots kommen auf die Bank. Wir haben gezogen Haller, Raspaduri haben wir gemacht von den Duplikaten. Also haben wir ihn eigentlich auch gezogen. Masraoui und Sinisterra. Also Sinisterra kommt mindestens auf die Bank. Der ist ja extrem krank. Sagen wir statt Madueke. Haller kommt für Calvert-Lewin rein. Der hat auch viele Werte besser. Und hier kommt Raspaduri für Müller rein. Der hat auch jeden Wert außer Defending besser. Und Defending braucht man nicht. Das Team nimmt Form an. Ich freue mich. Wir haben jetzt schon 4 Tots und Sinisterra. Diese Sinisterra und Raspaduri, die sehen halt enorm gut aus. Theoretisch könnte ich ja sogar Raspaduri für Vinicius Junior reintun. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wie ich mein Team umbaue. Der hat alle Werte besser, außer Dribbling 1 schlechter und Tempo 3 schlechter. Die machen die Campstyles aber auch hoch. Also ja, ich schau mal, ob ich den einbaue. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hoffe ich doch. Also abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.